Der Schnappschussmoment scheint genau dann zu sein, wenn sie zum Schlag ausholen. Sie scheinen sie erwischt zu haben. Alter, tauchen die einfach so vor mir auf, ey. Ihr könnt halten, was ihr wollt. Spielt das Spiel erstmal selber. Mir geht die Düse. Mir geht die scheiß Düse. Okay, okay, wir haben jetzt den Scheißschlüssel. Und lassen uns nicht von den Geistern erschrecken, die hier rumblasen. Ich dachte, wir lassen uns nicht mal von denen erschrecken. Alter, wir sind eingekesselt. Na? Er weicht zurück. Nein! Lass mich doch alle fliehen! Mario will nach Hause! Mio will nach Hause! Mario ist sowieso bald schon eine von denen! Geschickt ausgewichen, wie immer ich das hinbekommen habe! Hier ist noch irgendwo einer. Ha! Alter, hier stimmen hier raus. Alter, wie viele sind denn das? Ich glaube, wir haben sie abgeschüttet. Das Dorf hat echt mit wütenden, achschwingenden Dorftrotteln. Der Pöbel ist echt 1A. Super 88-Film. So. Zurück in den Kopfhörer rein. Ja. Kehrtwendung. Wir speichern. Ich speichere. Mir ist das zu heiß. Wenn wir dann, wenn wir drauf gehen sollten und ich mache den ganzen Scheiß wieder neu. Ich, das Symptom kennen wir von den Jagaiden. Ja, überspeichern wir mal. So, Speicherpunkt 3, danke. So. Please proceed with caution. Ich muss sagen, die, wo man hier frei im Dorf rumlaufen kann, stresst mich bei weitem nicht so, wie wenn wir jetzt wieder in einen von diesen scheiß Häusern rein müssen. Da hängt Leuchti. Leuchti ganz nett zu uns. Leuchti sammeln wir auf. Leuchti ist im Gras. Geisterhand. Kontermedizin. Ich habe vor der Geisterhand Respekt. Sie ist bis jetzt noch nicht wieder aufgetaucht, aber ich habe Angst, dass sie jeden Moment auftaucht. Jedes Mal, wenn ich nach dem Gegenstand greife. So. Ich habe die Zwillingsschlüssel in die Schlösser der Türen gesteckt.
Sie knarrt, knarzt und ächzt, während sie sich langsam... Streng dich an, Mädel! It's a trap! Ach du meine Güte, das ist ein See. Ich bin nicht sicher, ob mir das gefallen will. Wasserpenner. Noch mehr Kräutermedizin. Alter, das sieht gut bestückt langsam. Dann nehme ich mal auch gleich mal eine. Weil, guck mal, 5 Kräutermedizin, 2 Weihwasser, das sind gut gerüstet. Da auch, brauchen wir auch nicht so geizig mit dem Gelumpe zu sein. Da taucht nämlich auf einmal irgendwie in der, der Übergeist auf. Der Zombie-Elvis-König aus Lollipop Chainsaw und will uns in den Arsch treten. Oder die Geister-Piranhas von Ninja Gaiden kommen jetzt gleich hier über die Brücke. Okay. Alter, das sieht ja super sehr einladend aus. Ich hätte gerne ein Zoom-Objektiv, damit ich hier reinzoomen könnte. Ihr habt das auch gehört gerade, oder? Alter, das Geräusch wird langsam fies. Ha! Ich habe das Gefühl, die will sich jetzt von mir bannen lassen. Kann das Sinn? Psychoterror kommt zurück, meine Damen und Herren. Alter. Oh, Alter. Huch, Leuchti. Doch, Schrecke vom Leuchti. Genauso wie bei den Kisten von Odis hier. Ich hab's erwartet. Die Scheiße erwischt uns nochmal. Ey, ich hasse diese Hand. Smaragd! Zwischen den schmorschen Holzstücken hängt ein leuchtender Gegenstand fest. Super Geisterradio. Und noch ein Geistersplitter. Toll, 1800. Kommen wir mal gucken, vielleicht... Wo? Wo? Wo denn?
Tut mir leid, aber ich verstehe nicht ganz wo. Der Suchraum müsste grün werden. Ah, da, okay. Ah, diese Scheiße. Ah. Das muss das, das, das. Okay, Kamera Obscura. Jetzt möchte ich aber mal ein bisschen das Objektiv ausrüsten. So, Objektive, Stufe 1. Weiteres Zurückdrängen und Verlangsamen von Geistern. Ja, 15.000 brauchen wir fürs nächste. Oh, Nase juckt. Also juckt schlimm. Ein Horrorspiel, besonders empfehlenswert. Typ 14, 77. Wie auch immer wird es geschafft haben. So. Also, wir haben eine richtig krasse Fotogalerie inzwischen. Wo ist denn das eine ertrunkene Frau? Also, das hänge ich mir definitiv an die Wand. Also, oh Alter, das ist doch nicht mal normal hier. Ich will weg hier. Ah, juhu, was hast du uns hier für eine Scheiße eingebrockt? Ihr könnt mir sagen, was man wollt, das ist alles Marios Schuld. Alles allein Marios Schuld. Und dann würde ich ja sagen, ich beende den Part jetzt. Wir haben das Kapitel geschafft. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kapitel. Die Zwillinge, Kapitel speichern. Ja, danke. So, dann speichern wir gleich mal den ersten Standpunkt. Und so, das ist Let's Play Project 02 V-Edition, meine Damen und Herren, mit mir, TJ Operator, und der Facecam. Blanken Nerven und einem Frosch im Hintergrund, der zum Glück noch nicht quakt. Wie gesagt, der klingt wie die verdammten Klicker aus The Last of Us. Und ich verziehe die ganze Zeit meine Augen so schrecklich, weil, wenn ich so gucke, genauso, dann gucke ich gerade aufs Aufnahmeprogramm, weil ich habe Angst, dass es nicht aufnimmt. Ich nehme doch auf, oder? Ja, ich nehme auf. Ich nehme auf. Die Soundkulisse ist geil von dem Spiel. Definitiv. Okay, weiter. Weiter im Text, weiter im Programm, weiter im Let's Play. Ich muss spielen. Ich will das. Drittes Kapitel. Die Buße. Alter, was war denn das gerade? Neu starten, Geist fotografieren. Nein, so schlimm, so weit will man noch nicht. Ich will die nicht nochmal sehen. Alter. Ja, an sich haben sie es hier ganz schick.
Schicker als im Rest des Dorfes. Hier ist wenigstens aufgeräumt. Checken wir mal die Karte. Okay, von da kamen wir. Hier, Speicherpunkt. Großes Tor, kleines Tor. Großes Tor, kleines Tor. Nebengang. Hauptgang. Ich gucke erstmal ins kleine Nebentürchen. Die sieht sicherer aus. Ja, so viel zum sieht sicherer aus. Wir müssen den großen nehmen. Das ist der einzige Weg. Scheiße. Was ist dann die Geistertasse davor? So viel zu sieht schön aus. Mayu? Oh nein, 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 nein. Wir haben keine Taschenlampe mehr. Wir haben keine Taschenlampe mehr und es donnert. Als ich mir Fotos das nicht gesehen habe. Alter. Er hat es kalt zurückgewonnen. Es weht von selbst. Das Spiel zieht an. Im Moment habe ich gerade das Gefühl. Wir haben keine Taschenlampe. Nur eine Kamera, eine Scheiß. Ich würde den Film mal lieber gleich machen. Der was kommt? Ich konnte es nicht lesen, ich habe auf Kamera geachtet. Ich sehe dich! Bleib fern! Irgendwo hier ist ein Gegenstand. Da. Da. Hier sind ein Kamerazubehörteil sowie etwas Film. Es scheint das rote Stoßobjektiv zu sein. Stoßobjektiv. Rotes Objektiv. Stoß. Das Stoßobjektiv. Wirkung. Verstärkt Angriffe. Klammern etwas. Geistpunkte benötigt 2. Aufrüstung. Fügt Feinden mehr Schaden zu. Dieses Objektiv fügt Geister mehr Schaden zu als Angriffe mit dem Standardobjektiv. Okay, aber es wirft die Ge Geister nicht zurück. Ich bleibe bei dem Rückwurf erstmal. Dem Rückstoß. Meine ich so.